Ich wollte nochmal die Kette von Fidi tragen. Hallo, geliebte Himmelskinder. Wir dachten, wir sind auch Himmelskinder und dem Himmel heute sehr nah. Aber nein, denn... Momentan sind wir eher sowas wie zwei verfluchte Höllenkinder. Es geht einfach alles schief. Alles. Alles. Wir sitzen hier in unserem wunderschönen Hotel. Wir dachten, wir sind hier nur eine Nacht und fliegen. Also wirklich heute los. Heute ist heute. Genau. Also heute wären wir eigentlich losgeflogen und wollten euch heute mitnehmen an den Flughafen und sagen, hi, jetzt geht's los. Und zwar heute live heute. Also heute ist wirklich der 25. Januar und wir fliegen heute eigentlich los, aber da vorne ist auch der Flughafen. Und Clemi zeigt euch mal, warum wir dieses Hotel jetzt nicht so cool finden, weil die Aussicht. Also Clemi zeigt euch gleich mal die Aussicht. Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt... Und genau, wir können nicht fliegen, weil völlig berechtigterweise die Mitarbeitenden am Flughafen in den Streik getreten sind. Heute, und zwar nur heute, von 352 Tagen im Jahr suchen sie sich den einen Tag aus, an dem wir fliegen wollen. Und zwar auch nur der Flughafen in Berlin, von dem wir abfliegen. Also Frankfurt hat keinen Streik, nur Berlin. Am heutigen Tag, ja. Also hieß es für uns, überlegen, wie kommen wir jetzt nach Thailand, nach Asien, nach wo auch immer hin, ist es völlig egal. Genau. Am Ende ist es sogar leider so verflucht, dass es für euch total egal ist, dass wir jetzt hier feststecken, weil es nicht so ist, dass ihr dadurch weniger Content bekommt. Denn wir dürfen euch nicht mitnehmen. Wir bekommen gar kein Content. Deswegen haben wir jetzt hier auch so bunte Sachen von Fidi. Damit irgendwas Schönes in diesem Video oder zumindest auch was Buntes ist, genau. Weil, wie gesagt, Clemi zeigt euch gleich nochmal die Aussicht. Es ist wirklich, wenn wir sagen, es ist verflucht, wir glauben noch nicht mal daran, dass wir wirklich im Flugzeug sitzen, denn wir wollten heute abfliegen, das war der Plan und es war der Plan, dass wir euch mitnehmen. Aber wir haben einen Termin bei der Flughafenseelsorge gehabt, die uns noch einen Reisesegen gibt. Ja. Es war alles durchgetaktet, wir hatten großartige Gesprächspartner in Asien, aber alles abgesagt, denn wenn wir mit Anders Armen ins Ausland gehen, ist das ja Arbeit. Wir werden ja weiterhin von unserem Arbeitgeber bezahlt und für solche Arbeit braucht man im außereuropäischen Ausland ein Arbeitsvisum. Dieses Arbeitsvisum vergeben die Behörden je nach Land, nach eigener Geschwindigkeit, Aufwand, wie auch immer. Ich finde, das darf ja auch jedes Land selber entscheiden. Nur wenn man dann bis zum Abflug dieses Visum nicht hat, dann darf man dort nicht arbeiten. Das bedeutet jetzt für uns, dass wir im Urlaub sind. Das wiederum hat andere Konsequenzen, denn wenn wir im Urlaub sind, müssen wir natürlich uns erholen und dürfen nicht arbeiten. Klar, ansonsten könnte der Arbeitgeber ja auch Schwierigkeiten kriegen. Das bedeutet also, wir fliegen in den Urlaub und dürfen euch nichts davon zeigen. Bleibt behütet, was soll ich denn jetzt noch sagen? Nein, also es ist alles wirklich anders gekommen als geplant. Und ich glaube, es liegt einfach daran, wir waren auch ein bisschen langsam oder zu spät dran, weil wir natürlich europäische Bürger sind und wir in einem Alter sind, wo wir nur die Europäische Union kennen, wo man einfach nach Schweden geht, nach Frankreich aber und arbeiten darf. Da ist vielleicht das Positive drin. Ja. Denn das ist ja jetzt, wir fliegen jetzt auf unsere erste Etappe. Das heißt, jetzt in den nächsten 7 Wochen gibt es hier auf diesem Kanal keinen Content. Aber wir haben ja noch mehr vor. Dazu können wir jetzt noch nicht sagen, weil Weltreise ist ja nicht nur Asien. Weil wir diesen Flug unbedingt brechen müssen. Ja. Also es ist alles Schlimmes passiert, was hätte passieren können. Deswegen sagen wir jetzt noch nichts. Aber wir planen mit mehr. Ich glaube, das nimmt uns der Fluch nicht übel, oder? Ja, und ihr dürft uns auch nichts übel nehmen, weil das ist so, wie es ist, ist es gekommen. Und ja, es war einfach, ich glaube, was aber gut war, ist, wir haben uns als erste Pastoren mal auf den Weg gemacht, um überhaupt irgendwas auszuprobieren. Und jetzt gucken wir einfach weiter, wie vielleicht irgendwann mal alles gelingen kann. Genau. Und vielleicht wünscht ihr, auch wenn wir das jetzt ganz privat machen, uns ja trotzdem eine gute Reise. Bestimmt. Ja. Ey, was soll man dazu sagen? Es ist halt einfach dumm gelaufen. Es war anders geplant. Und jetzt ist es so, wie es ist.
Aber warten wir mal ab. Vielleicht verreisen wir ja gar nicht. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann geben wir den Urlaub zurück. Wir sind total betrübt darüber. Aber es ist jetzt wichtig, dass wir, weil wir 6 Wochen unseren gesamten Jahresurlaub jetzt genommen haben, um trotzdem fliegen zu können. Und wie ihr wisst, ist Januar. Das heißt, wir sind im Januar. Wir haben keinen Urlaub mehr bis Dezember. Nur um jetzt nach Asien zu können, weil wir es wollten wir machen. Und dafür haben wir das Geld jetzt auch ausgegeben, also werden wir das machen. Und euch bitten wir irgendwie um Nachsicht. Und mal sehen, wie es im April hier weitergeht. Also wir sehen uns im April. Wieder. Wieder. Ja, wieder. Und ihr dürft nicht böse sein. Also schon gesagt, dass also ihr nicht vielleicht, seid. Vielleicht sehen wir uns auch nicht wieder, weil die letzte Impfung konnten wir auch nicht mehr kriegen, weil es die einfach nicht mehr gab. Aber gut. Wir sehen uns hoffentlich im April gesund und munter wieder. Im April, wenn wir euch nicht verprellt haben. Bis dahin gibt es halt leider auf unseren beruflichen Kanälen von Anders Arm nicht zu sehen. Und Clemi zeigt euch noch die Aussicht, die wir gerade ertragen müssen. Also wirklich, also ganz, ganz tief vom Herzen, aus einer völlig, völlig verkorksten Zeit an euch. Ein ganz, ganz dickes bis bald und bis dahin, bleibt behütet. Oh, nicht mal das kriegen wir mal synchron. Ciao. Achso, und wenn ihr noch ein Reisevideo von uns sehen wollt, das hier, wenn wir in der Britannien hier sind. Und hatten wir noch ein Reisevideo? Nee, vielleicht aus Bratislava. Ja, aber hier haben wir noch St. Peter-Ording. Tschüss, das, die Hotel-Damen klopfen schon. Wir lassen die mal rein. Ja.